Unter dem Jubel der Menge ziehen Demonstranten die Statue vom Sockel. Im englischen Bristol haben Teilnehmer einer Antirassismus-Demo die Bronzestatue eines britischen Sklavenhändlers vom Sockel geholt. Anschließend rollten sie die Statue von Edward Colston zum Hafen. Die Polizei in der Stadt im Südwesten Englands kündigte Ermittlungen an. Der im 17. Jahrhundert in eine wohlhabende Händlerfamilie geborene Colston arbeitete für die Königlich Afrikanische Gesellschaft. Diese versklavte jährlich rund 5000 Menschen. Später spendete Colston an Schulen und Krankenhäuser und erwarb sich dadurch den Ruf eines Philanthropen. Nach Angaben des Bürgermeisters von Bristol habe die 1895 errichtete Statue seit Jahren für Kontroversen gesorgt. Es sei wichtig, denjenigen zuzuhören, für die sie ein Affront gewesen sei. Die britische Innenministerin nannte den Angriff auf die Statue zutiefst schändlich und sprach von Vandalismus und einem völlig inakzeptablen Akt. Premierminister Boris Johnson verurteilte die wiederholten Ausschreitungen bei den Antirassismus-Protesten. Auf das Niederreißen des Colston-Denkmals ging er nicht ein. Die Statue landete schließlich im Hafenbecken.